So, da sind wir wieder zurück. Philipp hat ein bisschen was gebaut und nimmt jetzt hier den Seidenhändler von Voodoo ein. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Zack, zack, zack. So. Und wieder mehr Einkommen. Damit haben sie jetzt fast schon die Hälfte ihres Gebiets verloren, seit wir jetzt wieder den nächsten Krieg angefangen haben. Ne, und haben auch nur ewig gebraucht dafür. Müssen wir wieder ein bisschen schnellere Runden hier machen, das ist ja hier, das dauert ja jetzt. Ja, aber wir Geschlachten geschlagen, aber hallo, war doch. Ja, mach mal hin hier. War nicht ja? Gut? Doch, nächste Runde. Noch was? Wenn nicht, zack, 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 Digga. Selbst mir wird langsam langweilig. Wo habe ich das Gebäude abgerissen eigentlich? Da war irgendwas, was uncool war anscheinend. 250 Hanne als Fluss? Achso, wir hatten ja, glaube ich, irgendeinen Buff oder sowas, der das mal erhöht hatte. 17.000 mache ich noch plus, Jungs. 1.400 durch Diplomatie. Boah, Gehälter ist halt langsam auch. Armee unterhalten, dann auch Gehälter. Eieieiei. Gefällt mir nicht so. Aber wie gesagt, Reform haben wir gerade gemacht. Da gehen wir halt auch gerade nicht auf Geld, sondern da gehen wir gerade. Ja, wir haben jetzt zwei öffentliche Ordnung überall mehr. Das ist natürlich super. Und ein Gebäude freigeschaltet. Das nächste bringt uns halt auch wieder mehr. Bisschen mehr Geld, bisschen mehr den Korruption vor denen. An sich ganz gut. Ja, und der Typ. Ganz schön weit gekommen, ne? Kämpfst du nicht gegen den? Doch. Ich reiß ihn ja gerade ein. Einmal ist er schon weggelaufen. So, unsere Runde. Ach, super, haben wir noch unterstützende Bauern bekommen. Das bringt uns aber nicht so viel. Und in eine Beziehung vertieft sich. Da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Die da wieder machen, du, ne? Das will ich ja nie wissen. So, ein Leben in Eintracht heißt das Zeug. Okay, so, dann versuchen wir mal die Armee irgendwie platt zu machen. Kommen wir da ran? Ja. Einmal mindestens, dann wird er wahrscheinlich wieder weglaufen. Nee, weil wir mit Hinterhalt wieder angreifen. Das ist natürlich bei diesem Stamm hier echt, das ist der Wahnsinn. Ah, ich wollte ja mal ernsthaft gucken, wie sich die schlagen. Also machen wir mal Gefecht starten. Ich will die Einheiten mal ausprobieren. Also zuschauen, mein Guter. So von wegen, lass mal schnelle Runden machen. Ja, Schlachten sind immer interessant. Der Witz ist, immer wenn ich meine Armee aufbaue, habe ich immer nur 2500 Einheiten. Du hattest zum Beispiel mit einer Armee 3900 Einheiten, ne? In der Kavallerie, das ist halt nicht viel. Drehbuch hätte. Je größer die Einheiten sind, desto weniger Leute hat man da drin. Ah, auch wieder wahr. Und vor allem Nahkämpfer sind natürlich logischerweise mehr Leute. Ach, das ist ja schon mit Hinterhalt. Ach Gott, ja, schon okay. Aber du hast die Typen da sozusagen, das sind deine Einheiten, weil diese Räuber der... Ja, das sind die Standard-Drehzahneinheiten für, ich glaube, Level 1. Brauche ich dafür nur. Ah, die sind auch okay. Sind halt Nahkämpfer, ich brauche halt noch normale Nahkämpfer, weißt du? Hier, die Bogenschützen sind wahrscheinlich ganz gut, die Speerkämpfer sind halt gut in Kavallerie, aber normale Nahkämpfer brauchst du ja auch. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem, wenn die Besten bei mir sind halt Level 5. Boah, der eine General ist, glaube ich, der grüne ist Level 4 und der gelbe ist Level 2, also das dauert noch ewig, bis ich die mal setze. Ja, dann mach jetzt nicht große Aufstellungen, dann mach einfach starten. Nee, ich mach das kurz. Die Zeit muss sein. Du, wir haben gerade mit einer Armee den 3 gekämpft und haben 15, 20 Minuten Gefecht gemacht, da kann ich mal wenigstens 2 Minuten mal eine Aufstellung machen. Da dauert das Gefecht doch nicht so lange, verstehst du, was ich meine? Für 3 Leute. Ja, ich will, wie gesagt, ich will die Jungs mal in Aktion ein bisschen sehen. Ja, ne? Du lädst noch, ne? Leider ja. Ich bin gleich wieder da, du kannst das einfach machen. Nö, anfangen. Ich mach das nochmal trotzdem, nur. Philipp, die mal kurz kacken. Oder nee. So, da haben wir schon ein paar Einheiten. Da, ah ja, da sind sie. So! Wo haben wir denn mal... Ach, da fliehen sie sozusagen, ne? Da ist der Evakuierungspunkt. Kann ich im Evakuierungspunkt was aufstellen? Ja. Na, dann haben sie natürlich Pech gehabt. Dann nehmen wir mal 2 Kavallerieeinheiten nach hier, plus ein Heerführer dazu noch. So, erstmal die Duelle ausmachen, weil ich darauf nämlich gar keine Lust habe. So, das ist Nummer 1. Bleibt von der Formation so.
Warte mal. So ein bisschen nervig mit den Wäldern, man sieht es nicht so richtig. Ja, hier der Helfer ist dummerweise ein bisschen geschützter. Das liegt mir ein bisschen auf den Sack, das heißt, der bleibt da auf jeden Fall. So, das nervt mich halt auch hier, tut Plätsch wieder. Wenn ich die Aufstellung halt nicht sehe. Oh, Leute, warum muss denn hier so viel Wald sein? Drachenkavallerie! Ja, der So, Drachen! hier hat die Nummer 2. Dann. Das nervt mich. Also, Jungs, das ist wirklich das Nervigste überhaupt. Wahnsinn. Ich kann jetzt sein, ich weiß nicht, wo die sind. Ah, da haben wir mal welche. Cool. So, da bin ich mal gespannt, wie die Typen. Was die Typen drauf haben. Haben wir hier noch ein paar Marodeure? Genau. Und wir werden auch nochmal ein Bogenschützenbataillon dahinter stellen. So. Schon mal sehr gut. Stellen wir hier noch einen Heerführer rein. Der kann dann auch ein bisschen schießen. So, und dann ist es theoretisch so. Gott, ist das nervig mit den Wäldern. Also, das geht mir voll auf den Kranz. Krass, ihr habt schon alle Pferde vernichtet. Bitte dich. Ach, fuck. Das war ja sowas von klar, ne? Das war sowas von klar. Ey, mit den Wäldern. Ey, kann man die Wälder auch ausschalten? Ich sehe überhaupt nichts, Mann. Das geht mir voll auf den Piss. Ist wirklich lustig, wa? Ne, ich finde Die den Helme überhaupt. von denen sehen eher aus, so wie so diese Babymützen. So Mützen, die so ein Baby aufhat. Babymützen? Also so Mützchen, die man mit Baby aufsetzt, im Neugeborenen sitzt man immer so Mützchen auf. So sehen die aus. Geht schon los? Nee. Alter! Ja, das glaubst du nicht, wie nervig das ist. Aber okay, ist halt so. Ja, ich bin voll gechillt, ich gucke nämlich zu und so. Wie heißen die Jadedrachen? Aber wir haben alle das gleiche, die Pferde haben alle die gleiche Farbe, das ist ein bisschen komisch. Oh, seine Axtinfanterie, die war langweilig. Hüter dem Himmel sein Eingangs. So, was können die sehen hier aus? Schwere Gleve-Infanterie. Sieht gut aus. Mal gucken. So. Meine Fresse. Wie geht's los? Ich glaube ja. Erstmal Pause machen. Ich muss halt bloß mal anweisen, was jetzt hier los ist. Echt gespannt, ob die es drauf haben oder ob die voll scheiße sind. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ach ja, mein Katapult. Worauf Unsere Männer wurden entdeckt. sollst du schießen? Hier hinten drauf oder so. Ach so. Doch so geil. Ja, sieht gut aus, wie in der Sonne glitzern die. Trefft euer Ziel! Euer Tod wird China erfreuen! Schweigt und sterbt! Lasst den Tod auf sie regnen! Aha! Dass ihr überhaupt eine Aufstellung gemacht habt. Hüter des Himmels!
Aber sie haben länger gebraucht als die hinten, die bei den Axtkämpfern, ne? Das macht auch keinen großen Unterschied. Oh, guck mal, die lassen ihre Fahnen liegen. Machen sie sowas? Das, ist das Einzige, was du machst, ist den ganzen Wald abfackeln einfach. Ne? Übel! Im Endeffekt machen deine Äxte ja die Hauptarbeit. Das ist auch der Plan, ne? Setzt euch der Kampf zu. Kavalier, du hast keinen Bot oder was? Du bleibst einfach blöd stehen, oder? Ihr müsst vor allem dein Herrführer, der steht da so rum. Wenn der andere Herrführer nimmt. Es ist soweit, die feindlichen Krieger rennen. Ha! Abschuss! Eliteverteidiger! Beschütze der Erde! Antreten, Verteidiger! Feuern! Es ist soweit! Waffen! Wappnet euch! Hüter des Himmels! Beeilt euch! Bewegung! So. Irgendeine Einheit, die nichts macht? Ein Tribüscher ist, die machen nichts. Warum eigentlich nicht? Sollen eigentlich was machen? Ein Tribüscher ist. Jetzt ist ganz schlecht, Mutti. Warum kann ich ihn nicht ablehnen? Ey, hast ein Bereitschaftshandy an, weißt du, hast du hier an, hast du da an. Wahnsinn. Lasst den Tod auf sie regnen. Ihr tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Unfassbar. Ihr könnt reden und kämpfen. Jetzt nimmt die. Seht, wie sie rennen. Feige. Geil. Wahnsinn. Schon wieder ein Hals hier. Was ist los? 1000 mit irgendwelchen komischen Anrufen hier und sonst was. Ey, der ganze Wald fackelt ab, Jungs. Könnt ihr euch mal ein bisschen zusammenreißen? Wahnsinn. So, ja, hast du viel von den Leuten gesehen? Ich nicht so. Nee. Ah, war cool. Auf jeden Fall haben sie alle irgendwie anscheinend Brandgeschosse. Lass mal gucken. So, wer hat denn überhaupt was gemacht? Oh, Cavalry, die eine hat 300 Einheiten platt gemacht. Und die Nahkämpfer haben ein bisschen was gemacht. Und die Feuertypen, die haben ja teilweise richtig, richtig. Oh, ist ja ekelhaft, Alter. Die Typen. Ja, schon krass, okay. Läuft schon auf jede Fälle. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenstellung. 300 haben wir verloren gegen 3000. Jetzt sieht schon ganz gut aus. Ja, 2300 zu 2000, ja, 1 zu 10 Verhältnis, Digga. Nimm wir mit. So, machen wir denn? Einkommen, ich brauche keinen Nachschub. Bin eben beim Land drinne. So, nee. Jetzt leben die noch, oder was? Oh, Leute. Naja, hast du keinen guten Job gemacht. Muss man mal ganz einfach so sagen, wie es ist. Aber mein Typ hat sich entwickelt. Muss man jetzt mal, Ja, weil das war auch sehr anspruchsvoll, was er da geleistet hat. Weißt du, was der Witz ist? Oh, ist das lächerlich? Ich krieg den jetzt nicht, ne? Zur Erleuchtung. Bringt eure Reserven. Ich krieg den jetzt die Runde, ne? Geil. Fehlt ja schon wieder... Unglaublich gut. So, du läufst auch im Eiltempo, ne? Weil das sieht für mich nicht so aus, Junge. Aber ist okay. Für China. Muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht irgendwie dann schnell sein, ne? Spart eure Energie. Ach, guck mal, das ist eine Armee. Haltet euch bereit. Für den großen Plan. Okay, so. Dann, was denn jetzt? Diplomatische Berichte, die mir sagt, mit diplomatisch. Die Zeit von Diplomatie ist zu Ende. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, ich geh jetzt los. Achso. So, hier gehen wir auf jeden Fall noch auf das Ding. Oh, was haben wir denn hier? Nahrung entwickeln. Ja, immer. Gönn dir. Können wir machen für eine Runde. Dann können wir hier mal. Oh, ist ja auch schon. Kannst du auch noch so viel weiterentwickeln? Ist ja der Wahnsinn. Oh, das Ding, das dauert wenigstens 7 Runden. Da habe ich hier 7 Runden erstmal Ruhe von dem Blödsinn.
Ne, teilweise entwickelst du hier nur was weiter, damit du Ruhe hast. Finde ich gut. So, Spion ist bei 100. Andere verbessern. Immer gerne. So, und der andere. Wie hast denn du es gemacht? Geheimes Netzwerk aufbauen. Und. Einfach so lange Punkte ausgeben. Ja, irgendwie, aber. Warte, hast du schon alle ausgegeben? Hat alles funktioniert oder wie? Händler Natürlich behelligen? unpraktisch. Ich weiß nicht, also irgendwie, wie runter hat er noch? 5. Also ich mache ja hier schon alles. Ich mache jetzt nochmal irgendeinen Blödsinn hier. Ich mache jetzt nochmal nochmal Händler behelligen. Irgendwann muss es doch mal abkacken, oder? Dachte ich. Du meinst doch. Ja, ich sag auch zu gut. Klar. Jetzt habe ich 17 Runden an Handelseinfluss plus, ne? Ist gut? Ne? Bringt mir noch nichts. Nimmt man. Nimm mal mit. So ist nicht. Und sie sind am dransten. 18.000 noch plus. Mit 5 Armeen. Das ist okay. Ist okay. Es kann auch besser sein, aber ist okay. So, während du dran bist, muss ich mal kurz auf meinen Bereitschaftshandy mal gucken, was ich für eine SMS bekommen habe. Meine Frage, Alex. Peterlin. Noch was? Noch eine andere Frage? Wenn man die Stadt upgradet, wann wird die Nahrung abgezogen? Wenn sie fertig ist oder Ja, erst ja, wenn. ja, ja. Ja. Also kannst du den Vorlauf Okay. machen. Hast du Gefährlich. Nahrungsprobleme? Sehr gefährlich. Naja, ich weiß nicht. Werden drei Städte fertig. Und wenn ich jetzt die nächste baue, dann weiß ich Ja, nicht. da hast du bis dahin immer noch 7 Runden Zeit oder so. Weißt du, was ich Ja, meine? kann sie immer noch abbrechen. Stimmt schon. Und ich meine, wer weiß, in 7 Runden könntest du ja. Du meinst der neuen Stadt im Voodoo? Kannst du bis dahin nicht Nahrung bauen? Weißt du, die du eingenommen hast, diese Achterstadt? Voodoo. Oder ist da Nahrung drin? Weil da hast du irgendwie minus Nahrung. Da hast du bestimmt irgendwas. Nahrungsproduktion. Was ich meine? Ja, das sind komische Sachen hier. Verborgene Lager, so ein Quatsch. Ich mache erstmal die Antikorruptionsdinger hoch, bevor ich den Rest mache. Ach, na, da muss ich mit Stufe 7 sein. Okay. Noch Armeen bewegen? Falls Son doch nochmal tradet. Wenn ich Lady Chai einnehme. Was hast denn Lady Chai eigentlich hier? Die hat eine große Armee, die halt voll für den Arsch ist. Im Ackerland, wie hoch ist das Ackerland? Scheiße, ist so da hoch, das wird so ein hartes Ding. Okay, naja, ist halt so. Was natürlich irgendwo geil wäre, wäre Yan Jing, wäre mit dem Nutztierhof. Die beiden Sachen zu kriegen hier. So viel besser wäre natürlich. Was ist denn das hier für eine. Ein Ackerland? Ach dort. Mit Nutztierhof? Ah, das ist Shen. Jetzt sehe ich es erst. Ja, Shen brauche ich ja auch. Ah, Shen wäre super. Geil, aber wenn ich aus der Stadt rauslaufe, habe ich immer noch 45% Nachschub. Im eigenen Gebiet zwar. Ist geil. Ist okay, ne? Was ist denn eigentlich mit der einen? Du hast halt diese zwei Armeen da jetzt da geholt, ne? Was ist denn Die eigentlich mit der einen eine Armee, ist die weg. da mal irgendwo rumgelaufen ist? Weißt du auch nicht mehr, wa? Ne, die ist zurückgelaufen, einfach. So, Zurück in geil. Deren Land. Und beiden Armeen von links und rechts Also auf Deutsch, du angegriffen. versuchst jetzt mal in Kürze der Zeit mal hier Chuba Ching platt zu machen und Ja, fertig. Na weg dann, ab damit. geht er. Und dann jetzt hier nicht lange fackeln. Ich lange fahrt den Kopf in Nacken. Was wollt ihr? Die
Die Feuerwehr unterstützen den Lady Kai. Für 3400. Na, mach doch. Mach ich, wo die Lass es doch gleich neben dir. Nimm es einfach rein. Naja, weil, ist ja der ganze Plan gewesen. Was denkst du, warum ich da zwei Armeen schon drin hab, warte. Das ist ja der Witz daran. Ich verstehe nicht, ich dachte, du wolltest nach Jörn Schuh laufen. Soll ich hinkommen, ne? Da ist auch eine Armee hin. Eine da. Ja, die ah, jetzt rennen die weg und nehmen Song ein. Ja, geil! Ich hab so ein geiles Standing, Digga. Wahnsinn. Ja, renn weg. Ja, du bist nicht weit genug weggerannt, Junior. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Willst du das nochmal umändern? Ah, guck mal, was Chuba Ching macht. Der läuft halt in der Handelssiedlung. Das ist clever. Ja, lass ihn. Ja, lass ihn doch. Lass ihn doch. Außerdem heißt er nicht mal Chuba Ching. Der ist mittlerweile Ying Jung. Kannst du mal aufhören, die ganzen Kommandanten da mal Platz zu machen? Das ändert sich ja jede Runde um, der Name. Merkst du selber, oder? Weiß ich nicht. Warte mal, wenn ich jetzt die Armee neben der Stadt stehen habe und auf Hinterhalt habe und die Stadt angreifen, spielt die einfach mit meiner Armee, ne? Ich denke. Keine Ahnung, was du meinst. Dann sehen die aber nicht. Ich lasse ja neben der Stadt auf Hinterhalt und wenn sie die Stadt angreifen, dann kämpft meine Armee ja mit, nicht wahr? Ey, ich habe jetzt einen Spion, ich habe jetzt einen Gegenstand gestohlen. Hörst du mir überhaupt zu? Nö. Geht's denn? Ich bin dagegen. Mann, nochmal, ich mach die Armee auf Hinterhalt und lass sie neben der Stadt stehen. Dann sehen die nicht und wenn sie die Stadt angreifen. Das ist richtig. Problem ist nur, dass sie die Stadt gar nicht angreifen können, weil die zu schwach sind mit den Armeen da, was sie haben. Da würde die Garnison reichen. Ach so, ja. Dann ist ja auch doof, ne? Gott. Bleibt ruhig. Leute. Ja, hast du eigentlich gehört? Ich habe ein Buch gestohlen vom Gegner. Geil, ne? Mhm, und dann? Spion. Oh, wissen nicht, jetzt habe ich ein Buch zum Lesen. Habe ich eben so einen Typen gegeben, weil ich glaube, die sind alle so eine halbe Analphabeten, also. Ja, vielleicht mal ans Juf, wenn die mal ein bisschen lesen lernen würden. So, wieder mit Hinterhalt. Aber diesmal machen wir es mal. Die Liga. Ey, machen wir selber schlagen hier. Nö, wichtig. Bevor er mit dem Speer ausholt, kommt das Schwert einfach, weil das Schwert einfach schneller ist. 875 für so einen Blödsinn. Wir würden mit ihnen unsere Vorräte verschwenden. So, von wegen hier irgendwie rekrutieren? Nee, oder was? Wollen sie nicht? Nein, nee. Jeder Schritt soll ein Weiser sein. So, du rennst nach oben und du rennst im Grunde genommen in die Regionalstadt da. Irgendwann mal. So. Nee, du bist ja nicht meine Armee. Du bist der junge Mann. So, dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal was ein. Bedenkt alles. Auf dem Marsch. Schlagt jetzt zu. Angriff! Ackerland! Das ist schön. Ja. Nimmt mal wieder mit. Wichtig ist einfach nur, nicht, dass ich das Ackerland kriege, sondern dass Son es nicht kriegt. Ja, ne? Darum geht's einfach nur. Aber den großen Krieg vom Zaunbrechen gegen Song willst du noch nicht, ne? Wartest du noch? Ja, ich finde noch die Armee. Ich schicke jetzt gerade eine hoch nach Yanmen. Weil das muss ich ja erstmal. Ich muss ja dann Armee hinschicken, auf jeden Fall, ne? Ach, dann, stimmt ja, weil. Sonst habe ich gleich meine Hauptstadt verloren. Ist ungünstig. Nennen wir es mal so. Du bist kein Kaiser mehr. Und ja, das. Also dann geht alles vor die Hunde, ne? So, haben wir den Scheiß gemacht. Sehr geil. Ja, Spione haben wir gerade gemacht. Dann, wie immer, das kurze Baumenü mal anknüpfen. Ich mach das mal, wenn wir mehr Geld kriegen dadurch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mir, ich kann teilweise einfach gar nicht mehr viel bauen, du. Wenn ich ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Naja, ja, bei mir ist noch ein bisschen offen, ich habe ja noch nicht alle Städte abgegradet. Deswegen ist das hier eigentlich eine relativ schnelle runde Sache. Ich wollte nur mal für nächste Runde. Ja, okay, also ich, bei mir sieht es jetzt mit den Kandidaten auch relativ scheiße aus. Deswegen ist jetzt so mit neuer Armee oder so, ist jetzt gerade ungünstig. Deswegen würde ich sagen, der Herr, der Güter ist dran.
Lady Tai, na gut, das ist dann wieder eine Kleinstadt, Level 4, ne? Oh Gott. Das ist natürlich wieder die. Chingang. Da will man ein bisschen Geld reinkleiden, damit die mal ein bisschen hochkommt dann. Mal den Ernte haben wir gerade. Na, wir laufen jetzt trotzdem rein. Ist so weit. Ich will eigentlich. Ich würde gerne mit Yuan Shu eigentlich sogar Frieden schließen. Oh, mach doch. Weil eigentlich juckt der mich nicht. Also ich werde mal gucken, ich werde mal einmal reinlaufen und wenigstens einmal die Stadt plündern oder so. Weißt du, was ich meine? Einmal so, einfach so. Einfach weil er es verdient hat, weil er bei mir mitten ins Land hinten reingelatscht ist. Es Spaß macht einfach. Und ja, um ihn auch zu zeigen sozusagen, wenn es, wenn er nochmal mit dem Gedanken spielt, was dann passiert. Also Son hat sich echt jetzt in der Mitte ausgebreitet. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Schuld habe daran oder. Was ich meine? Ob ich da irgendwas Blödes gemacht habe. Wahrscheinlich muss ich mit der Armee gar nicht runterlaufen, oder? Wenn ich damit zweien komme. Also Zorn zu befreien, das wird gar nicht so. Das wird. Boah, Es wird. das wird eine lustige Geschichte. Ja. Ich meine, manche Sachen sind dann echt so Blitzkrieg-mäßig, ne? Dann sieht es auch gleich mal besser aus. Das Wichtigste sind eigentlich die Armeen. Wenn die Armeen einmal weg sind, dann erholt er sich nicht schnell genug. Weißt du, was ich meine? Naja, kenne ich ja. Ne? Ja, mal gucken, ob überall gebaut wird. Da wird geupgradet. Hier auch. Da auch. Was kann ich hier machen? Die kann ich noch upgraden. Sag ich, mit der Naja, öffentlichen aber es Ordnung könnte knapp aus werden mit der überall? Nahrung dann. Ich glaube, ich kann hier fast einen Steuersatz hochziehen, ne? Bei Ja. mir. Das ist eine Idee. Das ist natürlich assi. Was ist denn die nächste Stufe? Minus 6 nochmal dazu, glaube ich. Das schaffen wir doch vom Steuersatz her locker. Ne? Ich guck mal jetzt so, wie den Steuersatz nochmal hochziehen, kriege ich noch mehr Nahrung. Noch mehr Steuersatz auch noch. Warum konnte ich hier die Mine nicht hochbauen? Ah, ne, umbauen. 4% Korruptionsweit. Ja, ist Korruption, ja, ist schon gut. Schaffe Kupfermine, ich ne? hier. Die ist geil. 4%, Ist halt so, ne? Ist halt 4% überall, ne? Nimmt mal mit. hört sich nicht viel an, aber egal, gleich noch eine Kupfermine. Das sei Jun Schau, ne. Nee, die Kai, was machen sie jetzt? Ja, Johann Schau hat ein paar Armeen. Oh! Schaffen sie es? Ja, klar. Echt scheiße. Jawohl, hätten wir vielleicht sogar selber schlagen können, aber Mal Quatsch. wieder mit den Heerführern, ne? Das wird wieder Und hinter wir ihr scheiße haben. sein. Nee, wie Heerführer stimmt ja, das ist so Obwohl die halb unschlagbar. tot waren, Naja. Jetzt wieder Frieden, oder was? Wissen nicht? Nee, es steht gerade. Okay. Oh, alles gut. Warten auf Spiele, aber. Aber sieht gut aus. Okay aus, ne? So, erstmal wieder nach Norden ausrichten, das Ding hier. Mir steht's. Oh ne, alles gut. Ah ja, Stufe 3 und da brauchen wir wieder für Stufe 4 brauche ich wieder was, okay. Vermeidet Umwege. Wo habe ich denn dich eigentlich hingeschickt? Ah, oh, sogar richtig. Meine Fresse, Alter. Ich kann hier echt nicht weit laufen, das geht mir voll auf den Kranz. Was soll's? Ach, siehst du, wer bist denn du eigentlich? Ach so, Nietzsche ist ja richtig. So, dann, wie weit kannst du laufen? Rede mit meinen Beratern. Weit genug? Hast du dich ein bisschen erholt? Ja, dann ab Schlagt geht sie er. schnell! An die Waffen! Machen wir schnell. Machen wir es gut.
Dann nehmen wir ihn, letzte Stadt weg. Level 4. Oh, hey, neuer Charakter. Ach. Wir wollen nicht, will nicht für dich kämpfen. Oh. Nee, doch. Probieren wir es jetzt grün. Grün ist scheiße, ich brauch blau. Ja, haben oder nicht haben. Ja, hab ich exekutiert. Immerhin so ein hölzernes Pferd dafür bekommen. Unbeinmäßig. So, neue Stadt, mein Dude, was ist das denn hier? So, das würde ich erstmal. Achso, da sind ja teilweise immer Sachen drin, ich verstehe das. Die halt sozusagen nicht von unserem Stamm sind und deswegen muss man die umbauen, ne? Jetzt raff ich das erst. Ach man, ey, das sind so Typen hier, ne? Da könntest du schon wieder. Ich mach das mal so. Ah, das hier muss ich bauen. Plus 40% Einkommen aus Seide fraktionsweit. Ja, genau, so eine Gebäude gibt's noch. Stimmt, da war irgendwas. Handelsposten der Seidenexpedition, aber wo ist denn das? In welchem Strang? Wahrscheinlich Marktplatz. Ja, genau. Okay. Also wieder Reform oder was? Ewig oder was? Hm. Ja, aber die kann ich gleich in der nächsten Mal machen, die Reform. Dann kriege ich noch ein weiteres Handelsabkommen. Das ist gut. Hä? Ach, wenn der in Gegenstand steht, dann kommt der zurück? Ach, scheiße! Ist doch gut? Nee, ist aber der falsche. Nein! Der Typ, der immer 100 hatte? Dein Ernst? Okay, du hast den falschen genommen. Okay, wissen wir jetzt. So gut. Ja, Leute, das habe ich nur für euch gemacht. Ja, scheiß die Wand an. Ach, scheiße, Digga. Der ist ja ein General. Und bei General kannst du andere Sachen noch einstellen, wie zum Beispiel Militärvorräte verweigern, ja, genau. Armee infiltrieren, Marschbefehl fälschen. Da warst du noch gar nicht in dem anderen Tab, oder? Nee, was? Ich war. Ja, genau. Ich wusste es gar nicht. Armee infiltrieren, was heißt denn das? Sagt dafür, dass ein duelles mit den Armee oder das. Die Sichtlinie des Armee und die Überwindung verfolgen. Da macht. Ach, das geht nicht, oder was? Warum sieht's nicht? Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Ja, Mama, dann ist der Marktplatz richtig geil. Hab ich jetzt? Wo ist denn jetzt mein Spion? Ey, Digga. Du warst es doch. Genau, Kontjak. Oder wie der Typ heißt. Geht doch mal mit, Junge. Was ist denn jetzt hin? Ey! Ach, wenn er was steht, kann es sein, dass er dann da nicht mehr einsetzbar ist. Als nur als Spion. Weißt du, weil er ja was gestohlen hat, auf Deutsch. Dann kommt er zurück. Und dann kannst, dachte ich, jetzt kann ich ihn wieder einsetzen. Naja, klar, dann musst du aber von vorne anfangen alles, oder? Ja, nicht? Ja, ist ja jetzt kein Problem an sich, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, der will jetzt nicht mehr spionieren. Hat natürlich ein Riesenproblem ist. Das ist natürlich dann unpraktisch. Dann kannst du noch als Dings einsetzen. Chef? Als Verwalter, ne? Als Heerführer, als Verwalter, als alles, als General, als deine Mutti. Meine Mutti, was du willst. Das ist natürlich eine Idee, weil ich habe hier keine Mutti. Ja. Na, ich habe in 2 Runden habe ich eine neue Verwalterposition, dann wird er Verwalter. Alter Verwalter, der wird Verwalter, Digga! Gut, durfte. Achso, nee, warte mal, ich wollte eine Sache noch machen, und zwar meinen Steuersatz anheben. Oh, auf 15 öffentliche Ordnungen. Hui. Funktioniert das jetzt noch? Warum bei dir nicht? Achso, weil die neue Stadt ist, alles gut. Und habe ich irgendwelche Sachen, die ich plus mache? 3 öffentliche Ordnungen mache ich fraktionsweit plus. Aha, und das würde bedeuten, dass ich bei manchen dann 1 minus mache. Boah, das ist ja okay, dann hast du einmal von eine Runde in der Armee drin, dann hast du. Ja, vor allen Dingen, ich entwickle ja gerade diese. Ich muss sowas. Dann ist sowas gucken, Digga. Bin dann aber gleich so weit. Obwohl, bei Reform kann ich mir angucken, wenn du dran bist, ne? Dann. Mach ich nächste Runde. So, du bist.
Ich guck mal, also sonst um Mädels, ich brauche also nur ein bis zwei öffentliche Ordnungen und ich dachte, dieser Strand gibt mir das, aber das war, glaube ich, falsch gedacht. Der Strand würde es mit dem. Welches Gebäude würde ich denn hier verbessern? Ach, das Ding! Ah, ich verstehe. Also ich. Ach so, ich verstehe. Es würde auch ein bisschen Korruption machen und das Ding würde dann. Aha. Und das Ding würde auch nochmal Korruption machen. Hier hinter ist zum Glück nichts. Na, mach ich erstmal das hier. Dann. Die Verwalterposition ist natürlich schade irgendwo, ne? So long. Ja, aber wenn ich 1 minus mache, habe ich doch ewig Zeit bei den Dingern. Also ich mache erstmal das hier und die Verwalterposition. Damit ich da weiter vorankomme, dann gehen wir auf die Korruption, können das Gebäude ausbauen und dann gehen wir hier drauf und haben drei öffentliche Ordnung nochmal plus. Und dann funktioniert es auch. Jetzt machen wir wieder 19.000. Nächstes Monat ist wieder eine Armee. Also, ich muss ja auf den Typen warten. Das ist natürlich das Problem. Oder ich baue meine Armee ohne Blautypi. Das kann ich Schauen wir auch mal, es machen. könnte klappen. Das ist eine Defensivarmee. Funktioniert's? Das sieht doch gut Machen wir noch aus. mal eine Armee weg hier. Beide, oder? Zwei? Beide weg, geil. Zack, Das hat zack, sich im Junge. Salon auch geholfen. Ja, die will an sich alle nicht für mich kämpfen, dann durch doof. Bruderschaft, das Beste. Das ist der Typ. Oh, der eine hat drei Gegenstände. Natürlich Echt? fett. Geil, Alter. Ja. Ich sagte, jetzt hast du wieder hier den größten Typen umgekleidet. Weißt du noch, wie die heißt hier? Nee. Jetzt heißt Ja, das ich bin Volk wieder bestimmt anders. gleich wieder anders, Mann. Nochmal? Na, bis jetzt noch nicht. Oh, hier, Retter auf dem Schlachtfeld, die Generalen. Euer General weigert sich, den Sieg zu feiern, während Verbündete noch verwundet auf dem Schlachtfeld liegen. Er rettet drei verletzte Soldaten auf einmal Nein. und Geiler bringt sie auf Typ. dem Pferd zurück ins Lazarett. Ich kann nicht. Geiler Typ, du. Ja, das ist die Hübsche da wieder. Nicht mehr. Ey, das ist so ein Rennen, ne? 35, ich würde sie sofort nehmen. Wo unser Alter geht langsam auseinander, ne? Mädel. Nein. Jede Woche, jeden Samstag verändert sich das. Und zwar zum Nachteil Nicht mehr. für mich. Ey, deine Typin ist ja schon Level 8. 8 habe ich nicht. Krass. Aber wie alt ist denn die? Ist sie mittlerweile schon 60? Ich kann nicht. Oh, ich mache nur Nee, noch 15 52. Nahrung. Alles gut. 52, Digga. Nein, nicht möglich. Mal habe ich hier nicht. Wollte ich hier nicht. Kann ich nicht. Wo war denn das jetzt hier? Ah, Scheiße, die wo Armee habe ich's kann denn ich von getan? 100 auf 150. Okay, gut, ja, dann nächste Runde dann. Da habe ich schon drauf geklickt. Perfekt. So, kann ich hier auch gleich wieder rauslaufen. Ah ne, die einfach nicht rauslaufen, sondern hier den nächsten machen. Was ist? Den nächsten Seidenhändler. Zack. Fangen jetzt an, Marktplätze zu bauen überall. Das bringt Seide, Kann mich gar nicht an mehr 40%. erinnern, warum ich einen Unternehmer eigentlich überhaupt wollte. Wegen der Mine. Ich meine, wegen Ehrlich irgendeiner Mine jetzt? Stufe 5. Ja, frag mich nicht. Du kannst ja mal nachgucken, wenn du Zeit hast. Ich jetzt. Ja, ne? Ja, dann war's jetzt Ja, schon das wieder. kannst Dann du in können wir meiner aber Runde noch zum Beispiel zwei immer Ringe und. machen. Ah, ne, die weiterlaufen. Ach, den Typen, der. Ah, der hat nur noch Zufriedenheit 19. Machen wir jetzt mit dem. Fördern? Also jetzt nicht im Stammbaum, sondern ihn selber für 400 Tacken oder so? Das hatte ich eben schon mal gemacht, das hat nicht viel gebracht, das hat plus permanent plus 5. Ich weiß. Das ist ein Problem. Das ist nicht so, nicht Was so. macht denn der hier eigentlich in meinem Land? Wenn ich mal Irrsinn. fragen darf. Ja, ist bei 34, naja, immerhin. Nö, ist sowas. So, jetzt haben wir hier laufen wir noch auf die Stadt zu. Jungs, die hätte ich im Bibot drauf.
Eigentlich muss ich mich langsam mal um Son kümmern, weil das ist mir langsam ein bisschen zu krass, so, wie sie schon wieder ausgebreitet haben. Deswegen, ja. Okay, dann nächste Runde fällt die Stadt. Dann haben sie nur noch eine Jademine oder was ist das? Ah ja, die haben natürlich Ja, deine um Handelssiedlung noch. meine Ortschaft, da gehe ich dann einfach danach hin. Ja, okay. Perfekt. Na dann. Und alles ermöglicht, dass wir die Schlacht da gewonnen haben, 2 gegen 3 Armeen. Richtig, das war wichtig. Was sind die Armeen von Shao Jin? Ja, der muss auch irgendwann noch fallen, du. Sind wir mal ehrlich. Aber da habe ich noch Zeit. Ist nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich Son. Eigentlich muss ich mich darauf jetzt. Ach, stimmt, der gibt's ja auch noch. Und hier, Huan Nita Shu hier. Die muss ich auch Ja, mal wollte kurz gerade mal eben lang sagen. machen. Jetzt lockt er weiter nach schön. Kämpft Zhao Long gegen Yuan Shao? Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder Sieht alles? ja aus. Die Kais vernichtet, super. Ba hat mit Zon einen Frieden unterzeichnet. Okay. Dann Li halt mit Ba. Achso, die gelben Turbane. Hinterhalt. Vernichtet Lady Kai, genau. Charakterentwicklung nicht bei mir. Han-Kaiserreich. Neue Hauptstadt, okay. Handel. Der Handel mit dieser ist nicht länger möglich. Die Säue. Gebäude, Handwerkstätten sind fertig geworden. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Neue Unterstützung, eine blöde Tonaxt bekommen. So, dann. Tempel. Mal den erstmal auf Stufe 2. Und eine staatliche Bitte. Das richtig eigentlich? 3000, 3000 haben wir auch noch. Dann geht es erstmal darum. Gut, dann gehen wir kurz nochmal die Gebäude durch. Das wird das letzte sein, was wir hier auch machen. Ich mache mal kurz meine Runde dann noch. Und dann ist die Folge auch schon wieder futsch. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir sind jetzt zwar im Winter, laufen aber jetzt mal trotzdem hier rein. Achtung! Also, wenn ich hier hin will, okay, dann kann ich bis hierhin laufen. Zur Erneuerung der Ordnung! Jetzt sehe ich noch nicht, was da in der Stadt ist. Mal gucken, ob die verwaist ist oder was da los ist. Dann, der junge Mann geht wieder nach hier. Ich muss mich jetzt natürlich langsam aufstellen, wie es Richtung Zon dann weitergehen soll. Die Sache ist halt die, dich brauche ich eigentlich woanders. Dich brauche ich eigentlich hier. Ich laufe mal in die Richtung, bist du aufgeladen? Ja, ich laufe mal in die Richtung, dass ich vielleicht Philipp da helfen kann, dass er nicht so viel verliert. Also, ich glaube, jetzt Richtung. Heißen die immer noch. Was für Arbeit können denn laufen, Mann? Jing Jung? Ja, genau, wenn du jetzt gegen, auf die Hauptstadt, da auf die Stadt gehst, wo du mich letztens schon verteidigt hast, natürlich perfekt. Dachte mir, aber ich bin wahrscheinlich eine Runde zu spät da, ne? Aber. Geht's zu tun, ne? So, warte Ja, mal. stimmt, weil du in den Dann. Fluss musst. Ach, perfekt, es gibt einen roten General. Ja, perfekt. Das ist super. So, dann mein lieber. Nee, warte, du bist. Alles gut. Wir machen es einfach. Wir machen es ganz einfach. Habe ich noch genug Geld? Knapp. Knapp, haut da raus. So, kannst du was? Wünscht höhere Hofposition. Wird geschissen. Frieden durch Unterwerfung. Cool. Eine Mission abgeschlossen, immer nur wenn du hier einen rekrutierst. Geiler Typ. Dann. Wir gucken. Oh, der Typ? Der ist 48, meine Fresse. Aber der hätte List viel. Dann nimm mir Ich den. treffe immer. Und ich brauche jetzt noch einen, das ist mir
Okay, ah, der zum Beispiel. Ne, der ist 61, der hält nicht mehr lange durch. Menschen strömen in diese Provinz. Der hier zum Beispiel. Okay. Mit dem Schild abwehren, mit dem Schwert spalten. Gehorcht eurem. Der Eroberer kehrt zurück. Kurz mal ein paar Einheiten bauen, Digga. Tut mir ein bisschen leid. Aha. Was schon? So, der baut ein bisschen Kavallerie und dann baut der Typ. Ah, der ist. Ah, weil er Level 4 ist, da natürlich. Ach, in diesem Level 3. Ich kann auch die Typen dann bauen. Weiß nicht, da besser. Ist scheiße drauf. Ist einfach nur drauf geschissen. Was auch, ich mache das so wie immer. Der baut die beiden Typen. Ich folge eurem Ruf. So, der war ja ein bisschen. Der hat ja ein bisschen. List gehabt, ne? 19% hat der. 17, naja, macht sich auch nicht Ich viel. heiße euch willkommen. So, mein Bruder, dein Gefolge geht mir voll auf den Kranz. Du kriegst die ganzen tollen Nahkämpfer hier ab. Den Typen. So, Was ist euer und dafür Plan? kriegst du mal ein paar Bogenschützen, weil du ein bisschen mehr List hast. Dann kriegst du nicht so viel Bogenschützen, dann kriegst du noch die beiden nochmal. Ein bisschen Möge mehr der Herrscher in Nahkämpfer. den Säle der Schande. Oh, meine erste Armee ohne Trebuchet, Digga. Schlimm. Oh, wie konnte das passieren? Ja, ich habe keine blauen mehr, aber ich brauch jetzt eine Armee. Natürlich der ein bisschen Zufriedenheit, weil ansonsten heult er ja wieder rum, die alte Heulbacke. Der war der Typ mit dem List. Dann kriegt der nämlich den scheiß Anhänger, der echt wirklich der letzte Rotzanhänger ist, aber was soll's. Da 20% mehr Ich Munition. hoffe, ihr seid zufrieden. Und der Typ kriegt das andere Ding hier unten noch. Zack. Super! Haben wir die 6. Armee. Fördert Leidenschaft. Reicht auch erstmal. Wieder einmal spüre ich die Wärme der So, die schicke ich dann hoch. Ich muss dann irgendwann mal überlegen, welche, also wegen Son jetzt, weißt du? Welche Armee wohin geht, wenn es dann wirklich losgehen sollte. Wenn's kracht. Hey, meiner ist jetzt General oder sowas. Mein komischer. Der ist übrigens. Der Treuebruch steht bevor. Ja. Perfekt, man kann es jetzt noch machen, bevor er was, Ich bevor tut er grad. überläuft. Also Armeesachen kann er nicht machen. Ich kann nur ein geheimes Netzwerk aufbauen. Ich kann stören. Das ist ja langweilig. Das bringt ja alles nichts. Und dann enteigne ich ihn jetzt. Ja. So. Enteigne, Digga. Tschüss. Er ist weg. Ich habe keinen Spion mehr. Ist auch Latte. Also Spione war schön. Aber das war's auch. Nur Handelsdings. Wie gehst du ran, Handelsding. ne? Warte, jetzt bist du dran. Ja, ich habe noch 14 Runden an diesen Handelsplus. Aber naja, drauf geschissen. Dann ist der eh weg. In 14 Runden ist wahrscheinlich mit Sonny Sache. Dann habe ich eh nicht mehr so viel Handel. Jütchen, also ich beende jetzt mal hier die Folge. Die sind relativ lang. Wir müssen noch wieder ein paar kürzere Folgen machen. Sehen uns dann gleich wieder. Bis denne.